Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Review-Video. Heute soll es um den zweiten Tier 6 Zerstörer der Japaner geben, und zwar die Fubuki. Einstmals war sie auf Tier 8 angesiedelt, war da recht erfolgreich, den hat man dann aber auf Tier 6 runtergeschraubt und dann noch ein paar andere Veränderungen gemacht, zum Beispiel die Yugumo auf Tier 9 neu eingesetzt und die Kagero auf 8 runtergezogen. Und die Akatsuki eingeführt und so weiter und so fort. Es gab da eine Menge Veränderungen. Jetzt haben wir die Fubuki hier auf Tier 6, was schon ziemlich heftig ist, wenn man überlegt, dass dieses kleine Schiffchen 9 Torpedos auf einmal verschießen kann. Das macht sie meiner Meinung nach gegenüber der Hatsuharu doch wesentlich zum stärkeren Torpedoboot. Wir fangen mal wieder oben an. Und zwar hier bei den Trefferpunkten. Beachtet, ich habe wieder Experte der Überlebensfähigkeit hier ausgerüstet. Liegt einfach daran, dass ich halt das Schiff in der Ranked Season ein bisschen gespielt habe und da braucht man eigentlich jeden Trefferpunkt, den man bekommen kann. Deswegen 15.000 ist nicht die normale Anzahl, das müsste man jetzt 15.000 minus 6 mal 350. Das wären dann 1800 plus nochmal 300, 2100 weniger, dann seid ihr bei 11, nee, doch 11.900. Nein, Entschuldigung, 12.900 Trefferpunkten. Das ist schon mal mehr als bei der Hatsuharu. Wie gesagt, ist mir dieser Split und das, die Bezeichnung einmal die Kanonenbootlinie der Japaner und dann das andere, die Torpedobootlinie, das passt einfach irgendwie nicht zusammen. Aber es gab halt nun mal diesen Split und so ist das nun mal. Weil warum sollte die Hatsu auf der Kanonenbootlinie weniger Trefferpunkte haben als die Fubuki, die eigentlich eher das Torpedoboot ist? Naja, also wie gesagt, Trefferpunkte ist ganz okay, kann man nichts sagen. Ihr werdet trotzdem versuchen oder solltet trotzdem versuchen, möglichst gegnerischen Zerstörern mehrheitlich aus dem Weg zu gehen. Hauptbewaffnung ähnlich wie bei der Hatsuharu, nur dass ihr hier einen 8 Sekunden Reload habt. Ansonsten sind die Geschütze genau die gleichen. Ihr habt eine 11,5 Kilometer Reichweite, braucht ihr wahrscheinlich mehrheitlich auch nicht. Der Alpha-Schaden der Kanonen, der ist ganz gut, also 1800, 2200, ähnlich wie bei der Hatsuharu. Wenn man damit trifft, kann man schon ein bisschen Schaden machen, so ist das nicht. Aber euer Primärschadensgenerator, nenne ich es jetzt mal, das sind die Torpedos. Ihr habt, wie gesagt, 9 Stück davon, 3 Trillingswerfer mit einer 76 Sekunden Nachladezeit. Das ist so wie bei der Hatsuharu. Ich habe jetzt keine Torpedobewaffnungskompetenz, sonst wären das auch 68, schlag mich tot. Was natürlich auch nice ist, ihr habt auch wieder 10 Kilometer und eine Torpedogeschwindigkeit von 59 Knoten. Luftabwehr eigentlich nicht der Rede wert, nur sollte man hier beachten, obwohl, ne, ihr könnt ja hier anlassen, ist maximal 3,1 Kilometer. Es sind doch nicht die gleichen Geschütze, fällt mir auf, weil bei der Hatsuharu waren die zwei Geschütze nämlich auch noch Mehrzweckgeschütze, das heißt auch für die Luftabwehr geeignet. Naja, egal. Höchstgeschwindigkeit 35 Knoten ist jetzt nicht ganz so schnell. Wendekreis 640 ist auch nicht so gut. Allerdings habt ihr eine ziemlich gute Ruderstellzeit von 2,5 Sekunden. Heißt, ihr braucht auf jeden Fall nicht das Ruderstellzeitmodul, sondern Beschleunigung meiner Meinung nach. Weiterhin Erkennbarkeit. Ich habe Tarnungsmeister hier geskillt. 6,1 Kilometer und 3,4 Kilometer aus der Luft. Deswegen hier sind maximal 3,1 Kilometer, das heißt, ihr könnt die anlassen, weil wenn die schießt, seid ihr so schon vom Flugzeug gespottet worden. Gehen wir kurz zum Modulen und da ist genau das gleiche wie bei der Hatsuharu, was ich irgendwie ziemlich unverständlich finde. Und zwar, ihr habt als Stock hier 6 Kilometer Torps. Was wollt ihr damit anfangen? Ich meine, eure beste Sichtbarkeit ist ein 6,1. Das negiert halt komplett das, was die Japaner eigentlich ausmacht, nämlich dass ihr aus der Unsichtbarkeit heraus torpen kann. So wird euch beim Basisschiff nur übrig bleiben, euch in den Nebel zu setzen und zu hoffen, dass jemand blöd genug ist, auf 6 Kilometer ranzufahren. Ist sehr unbefriedigend. Genau deshalb solltet ihr schnellstmöglich den B-Rumpf und die 10 Kilometer Torpedos freischalten und zu allerletzt dann
die Reichweite für die Geschütze. Ansonsten hier alles wie gehabt. Schadensbegrenzungsteam 2, Nebelerzeuger 2, Motorboost optional, ob man da jetzt den Zweier nehmen möchte. Verbesserungen, wie gesagt, das hier ist eigentlich immer Standard. Dann könnt ihr hier Zielsystemmodifikation, weil der Rest macht keinen Sinn. Antriebsmodifikation 1, damit euer Antrieb nicht so oft ausfällt. Und das Beschleunigungsmodul. Ja, so, dann gehen wir noch kurz über den Captain, aber im Endeffekt ähnelt der Hatsuharu, bis auf eines. Also, wir gehen hier präventive Maßnahme mit letzter Anstrengung. Wie ich schon gestern gesagt habe, oder das heißt gestern, aber bei der Hatsuharu, ihr nutzt entweder hier Torpedobewaffnungskompetenz oder Experte der Überlebensfähigkeit. Das sind eure Dreier-Skills, meiner Meinung nach. Also die beiden. Und dann natürlich Tarnungsmeister, ist klar. Dann haben wir hier 3, 7 Punkte. Dann habt ihr hier noch, was ich euch immer auf japanischen Zerstörern empfehlen so würde, ist, also ihr geht quasi diesen Baum hier, also präventive Maßnahmen, letzte Anstrengung, dann entweder Experten der Überlebensfähigkeit oder Torpedobewaffnungskompetenz, dann geht ihr auf Tarnungsmeister, dann einer von diesen Dreier-Skills, also den, der noch fehlt, es wäre jetzt bei mir Torpedobewaffnungskompetenz, dann würde ich sogar sagen, nutzt Adrenalinrausch und als allerletztes die letzten 4 Punkte in Funkauto. Okay. Ja, das war es soweit zu Fubuki von den Stats her. Ich werde dann gleich mit einem Gameplay-Video hinterherkommen. Bis gleich. So, da haben wir ein neues Spiel. Leider Tier 8. Ein Radar. Sollte aber machbar sein. Ja, sollte machbar sein. Ja. Gut, wenn hier das A-Cap schon direkt vor mir liegt, dann werde ich da auch reinfahren. Einzig, was mir Probleme bereiten kann, ist die Shiratsuyu und die Chapaev im Großen und Ganzen. Chapaev ist in der Division mit einer Schal, okay. Werde versuchen, hier unten in den Bereich reinzufahren und so, dass ich hier wieder schnell wegfahren kann, falls nötig. Schauen wir mal. Ja, da ist schon was drin. Ich warte jetzt hier hinter diesem Dings, bis die Torpedos, die wahrscheinlich in meine Richtung gehen, durch sind. Andere Richtung.
Oh Gott. Gut, dass er Hydro hat. Zwei Torpedos da schon verloren, das ist ärgerlich. Ach du Gott, jetzt ist hier auch noch eine Galeuse näher. Natürlich nehme ich den mit. Natürlich nehme ich den damit. Was auch sonst. Ja, die Torpedowinkel sind nicht ganz so gut. Da muss man eine ganze Menge Breitseite zeigen. Das ist Geschmackssache. Und da die Leute ja immer wieder reintorpen und ich jetzt wieder so viel HP verloren habe, wegen nichts, das ist wieder das Ärgerlichste an der ganzen Geschichte. Naja, was willst du machen? Ne? Ja, wird leider auch kein Torpedo treffen. Versuchen wir mal unser Glück auf der Magie. Man ist halt sehr vom Torpedo-Treffen von dem Glück abhängig. Und wenn das halt wieder so passiert, dass, wie jetzt der Fall ist, dass das gegnerische Team einfach wieder geraped wird, ja gut, was willst du da machen, ne? Kannst du eigentlich nur hoffen und gut ist. Waren halt alle Breitseite, das ist halt. Ich glaube, die Torpedos dürften ganz gut kommen. Yep. Die treffen. Das war nicht zu wenig. Yep. Das war dann ihr einziges. Nee, eins ihrer Tier 8 Schlachtschiffe. Gut, die sind auch ziemlich kaputt, da wird nicht mehr viel passieren. Die haben sich da in eine Lage gebracht, wo es keinen Sinn macht. Die Duka ist keine Ahnung wo. Mal gucken, was die Bismarck. Was macht die Akatsuki da? YOLO Run oder was? Das ist ja auch Quatsch.
Problem ist halt die Chapayev, die hier irgendwo rumeiert. Da bin ich mir ziemlich sicher und dann wird das halt ziemlich schwierig noch. Eigentlich nicht zu nah ran, weil ich nicht weiß, wo. Jetzt fährt er weg. Schlecht. Und weg bin ich hier. Natürlich, Radar. Natürlich wird er jetzt auf mich schießen. Wenn ich Pech habe, wird er mich auch treffen. The hell? Ach, das sind die Dukat-Forbes. Oh Gott. Zwei Torpedos getroffen, keine Ahnung wo, auf wen. Ah, Bismarck, okay. Ja, dann war das Spiel halt schon wieder schneller vorbei als gedacht. Ja, wie gesagt, ihr seid sehr vom Glück abhängig, dass ihr eure Torpedos trefft. Vorher müsst ihr euch meistens erstmal den Weg durch die gegnerischen Zerstörer freischaufeln. Aber das ist halt immer das Ding der japanischen Zerstörer. Ihr habt halt leider nur auf Stufe 6 diese zwei Geschütztürme. Das wird sich aber bessern auf höheren Stufen. Also ich konnte jetzt auch nicht viel sagen, was ich euch da zeigen muss. Also ich habe zum Beispiel den Spread immer sehr weit gefächert, weil schnelle Ziele, die auch mal Richtungswänderungen machen und so weiter, da macht man das halt so. Wenn ihr ziemlich safe seid, dass ihr alle trefft, weil der einfach nur geradeaus fährt, aber davon kann man ja meistens nicht ausgehen. Und dann müsst ihr das auch mit einkalkulieren, dass ihr dann einfach die Fächer ein bisschen näher zueinander setzt. Das sind halt so die Tricks. Aber das lernt man halt über die Zeit. Manchmal kann man es auch nicht erahnen. Manchmal wird einfach auf den Gegner geschossen und dann muss man, je nach wie man ihn einschätzt, schätzen, ob er jetzt reindrehen wird oder nicht, aber wahrscheinlich schon. Und naja, da gibt's halt, vielleicht sollte ich da nochmal irgendwann ein Video zu machen, aber das ist nicht so einfach mit dem Torpedieren, also auf den niedrigeren Stufen schon, weil die Schlachtschiffe doch recht ja sorglos durch die Gegend fahren. Das wird sich ändern, umso höher man ist. Da ist schon ein bisschen schwieriger, muss man näher ran, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass man Torps trifft. Und ja, die Torp Nachladezeit ist auch ein bisschen höher meistens. Naja, aber nichtsdestotrotz hier ganz erster Platz, alles gut. Zwei Tier 8 Schiffe rausgenommen. Ein bisschen Schaden auf dem Zerstörer, ein bisschen Schaden auf dem Kreuzer. Jetzt keine Monsterrunde, also man kann mit dem Schiff auch, wenn man dementsprechend Glück hat und der Gegner so spielt, wie man das möchte, kann man natürlich auch richtig gute Games da drin haben. Nun gut, nichtsdestotrotz, das soll es für die Fubuki gewesen sein. Hoffe, hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst ein Like. Ansonsten Numberment vielleicht. Was auch immer. Hat mich gefreut, dass ihr zugeguckt habt. Bis zum nächsten Mal.